Nicht, dann Ich baue ich bin schon. irgendwie noch mit eingenommen von Slender. Ich habe voll Schiss in dieser Welt. Aha. Ja. Komm, ich gehe jetzt so nicht nach ihren Hauen Auf jeden einfach. Fall Slender, für jeden, den es mal ausprobieren will, kann man gratis im Internet runterladen. Vorhin kann das auch gerne mal Tag werden von mir aus. Ja, meinetwegen auch. Wir hätten uns Es ist wenigstens so mal ein. Rolle, hätten wir uns mal klar Für machen müssen. zwischendurch nicht schlecht und vor allem cool, um Kumpels oder die Freundin zu erschrecken. Ich habe das meine Freundin mal kurz spielen lassen. Oh, au. Aha. Und die hat sich fast in die Erschrocken. Hose gemacht. Aber egal. Und seitdem bist du wieder gesunder Single. Nee, Quatsch. Hey, du, unsere Beziehung verkraftet sowas, ne? Ach so. Ja. Ernsthaft? Ja, die verkraftet so einiges. Also Ja, jetzt nicht falsch hier. verstehen. Das hat man aber daraus gehört. Was denn? Ja, verkraftet so einiges. Wer weiß, was Ja. du wieder angestellt hast. Ich hab gar nichts angestellt. Ich bin Das hast du immer. der Traummann hier, ne? Ich bin Ach auch der so. Traumschwiegersohn und alles. Au. Ohne Scheiß. Die Mamas von den Freundinnen haben mich immer übelst lieb. Die haben mich voll lieb. Ja. Was Frauen allgemein nur schlimm finden, ist, sogar, die dürfen von allen ihren Ex-Freunden erzählen und man selber darf gar nichts erzählen. Wer? Ja, die dürfen immer von ihren Ex-Lovern erzählen und wenn man selber was erzählt, sind sie beleidigt. Wer, Ich die werde jetzt Freundin? heulen gleich. Aua. Aha. Die Wo meisten. bist du? Wo warst du? Ja, irgendwie so von unserem Haus aus da Richtung Spawn und dann rechts gehalten. Also am Wasser lang. Jo, so ungefähr. Aber ich gehe da gleich wieder hin. So auf dem komischen Hügel hier, glaube ich. Ich glaube, ich Glaube sehe da schon mein Zeug. Ah, nee, das ist ein Schwein. Habt ihr denn schon mal Schafe hier gesichtet, irgendwie? Ist da hinten mein Zeug? Ich hab noch keine Schafe gesehen. Jupp, ah nee, das ist ein Hab's Pfeil. gefunden! Assi, gib's zurück. Ich wollte auch eigentlich nur die grünen Punkte haben. Au! Verdammt! Ja, siehst du? Das hast du Keine jetzt davon, du Penner. bösen Wörter. Das ist kein böses Wort. Penner? Ist eine Tatsache, ne? Du. Die Wahrheit tut weh, ne? Aber man muss immer direkt sein. Wahrheit schmerzt. Wahrheit schmerzt, schmerzt, schmerzt. Ey du! Ah nee, das war anders. Was hattest du denn dabei? Jetzt mach mal ein lustiges Rätsel Quasi raten. alles. Quasi alles. Steinschwert, Steinpicke, Steinaxt, Holz, Dingens, hier Garten, Genau, Gedönsfeld. das sagen sie alle. Da kann ja jeder kommen. Kim, dein scheiß Handy ausmachen. Ey, das liegt jetzt. Ey, soll ich jetzt mal ein Foto machen? Kann ich nicht. Soll ich mal ein Scheiße. Foto machen? Ja, ich müsste euch den echt mal ein Bild schicken, wo das Handy eigentlich liegt. Aber dann ist es meins, oder was? Nee. Nein. Ey, ich selber Meins bin ist ja im nicht. Airplane. Meins ist auch im Airplane-Mode. Deswegen Warum hier macht ihr euer Stein noch. fucking Handy im Flugzeugmodus? Ja, damit es nicht klingelt, damit man es nicht hört. Ich glaube, ich müsste mich hier mal ein bisschen anstrengen und hier mal so ein bisschen für mich schauen, weil ich schaue immer nur für euch. Ja, Oh. natürlich. Ja, und am Ende gehe ich wieder leer aus. So ist es nämlich hier. Deswegen baue ich auch das Haus für uns und nicht für mich. Jan, hast du eine Spitzhacke? Ja, habe ich. Wo Kann bist ich du? eine haben, dann gehe ich nämlich graben. Es geht ja Boah, gerade. hey, voll der Über-Freestyle, hast du es gehört? Dann gehe ich graben. Ja, tu Kann das. Wo ich bist eine du? haben, dann gehe ich nämlich graben. Ja, wo bist du Alter, ich müsste Rapper denn? werden hier. Ich schreib mal richtig Bushido eine E-Mail. Ja, ey, ich bin so ein Macht nichts, Junge, Jungtalent, ganz. ne? Talent ist so eine Sache. Und jung sowieso. Ja, hallo? Ey, mit deinem dicken Mongo-Schädel. Ey, Wolle, wo kommen die denn weg? Die Ich hab hab die ich da mitgebracht. reingepackt. Die haben auch Wolle da Nein, die hatte reingepackt. ich bei mir im Inventar. Ja, du. Ah ne, Ja, ich dann hab hast noch du mir Wolle. meine geklaut, siehst du? Ne, ich hab noch meine. So, auf jeden Fall baue ich mir jetzt erstmal hier selber eine Werkbank, weil auf euch Wo ist ja bist kein du denn? Verlass. Ich hab hier ein Schwert für dich noch. Vogel. Komm Ein her. Schwert für mich. Komm her! Du hast ja eh keine Ahnung. Ich Komm weiß. bei diese Laden. Was kommt bei diese Laden? Boy. Was soll das denn bitte heißen? Mit wem labert ihr überhaupt? Also nicht mit Labert sich Stumpf. selbst, ne? Wo bist du jetzt, Dylan? Oh Mann, ich kann's nicht mehr. Ich bin so ein Depp. Ach nee. Ja, doch. Erzähl uns was Neues, okay? Ehrlich, ich dachte, du bringst mal was Neues, so ein bisschen. Die Na, sind aber immer egal. so übelst nett, ne?
Bei Freunden wie euch braucht man keine Feinde mehr, aber echt jetzt. Der Spruch ist jetzt richtig loben. Ist doch egal. Tatsache. So, time to mine, ja. Deine Mitte. Schau ich jetzt mal. Bist du unterhalb dem Haus in die Höhle gegangen, oder nee. Was? Meinst du, ich bin doof? Ja. Ja. Hast du mehrfach unter Beweis gestellt, aber hier ist Eisen. Mehrfach unter Beweis gestellt? Ich glaube, es hackt hier, ne? Ja, mit deiner Picke hackt's. Boah, ey, ich glaube hier. Alter. Ich glaube, ich muss nächstes Mal müssen wir unbedingt noch den Julius mit hier nehmen. Mit ja, hier der nehmen. Ja, auch mit, wenn er dann irgendwann mal wieder anwesend ist. Ja, aber. Ach, vielleicht muss ich das noch mitteilen an die werte Kundschaft hier. Eigentlich wollten wir noch einen vierten mit einladen. Aber. Aber. Der war irgendwie nicht da. Der war irgendwie nicht da. Der ist grundsätzlich nie da, wenn man ihn braucht. Aber sonst ist er immer da. Sonst ist er immer da. Und wenn es dann wieder heißt, ja, wo warst du denn letztens? Jo. War nicht da. Ich war nicht da. Und wenn wir da sind, dann ist er nicht da und umgekehrt. Aber wir sind immer schuld. Ja, wir sind immer schuld. Aber er ist so eine Eigentlich ist immer nur Dylan schuld. Ja, grundsätzlich. Aber ich habe mich schon langsam an die Rolle gewöhnt. Also das ist bei mir zu Hause nicht anders, ne? Also, normal. Bei meiner Frau und so bin eh immer ich schuld, egal. Ihr habt etwas sehr richtig verstanden, würde ich mal so sagen. Ja, nö, also es ist immer so, also egal was. Da wird mal so, sie weiß, wer die Hosen anhat, ne? Ja, ich denke auch. Sie wäre auch doof, jetzt was anderes zu behaupten. Nee, also wenn sie dann das Video schaut, dann bin ich im Arsch, verstehst du, was ich meine? Das sind keine Win-Win-Situation, ne? Nee, okay, gar nicht. Also ich schreibe mir dann nachher mal eine SMS oder eine ja, wie letztens, zu geil. Da schreibt mir meine Freundin also ich war bei der Arbeit, sie war zu Hause. Sie hatte so Zimmerstunde, weil sie arbeitet ja in der Küche. Also jetzt nicht in der Küche, so zu Hause, sondern sie ist Köchin. Auf jeden Fall hatte sie dann Zimmerstunde gehabt. Und war hier zu Hause. Zimmerstunde. Ja, das nennt sich so, wenn man... Ja, jetzt erzähl weiter. Und ich war bei der Arbeit. Hatte ich schon gesagt. Auf jeden Fall. Hast du schon gesagt. Auf jeden Fall schreibt sie mir dann so eine SMS von wegen, ey, ich hab was voll Doofes gemacht. Und ich so, was hast du denn jetzt wieder angestellt? Ja, ich hab mit einem gechattet. Und ich so, mit wem denn? Und ich so, ja, mit so einem Viper. Und ich so, hä? Ja, der war so in dem komischen Chat drin. Und ich so, hä, welchen Chat hat die jetzt denn gefunden? Ich so, voll schon angespannt. Dann schickt sie mir ein Foto über WhatsApp, wo ich so sehe, Vibe 1805. Ach, der Jan. Und ich so direkt mal Jan angeschrieben, von wegen, ey, Alter, du chattest mit meiner Freundin. Ja, alles andere. Gut, dass Origin keine Chat-History hat. Den Rest hast du noch schon einmal mitgekriegt. Was? Origin hat keine Chat-History? Also, ich hab den. Was hat die. Hä, was jetzt? Du kannst ja nicht lesen, was wir beide geschrieben haben. Nee, die hat das wieder zugemacht. Ja, ja, darum ja. Das ist besser so. Alter. Jetzt wird er eifersüchtig. Aber hallo. Hörst du so schön, weil es still ist? Er überlegt gerade, Was sag ich da jetzt zu? Nee, ich sag gar nichts zu. Was sind gerade die Worte Worte ausgegangen? Krieg ich mal kurz dein Handy? Now. Hui. Wow. Oh, Alter. Haben Herzkasper gerade. Ich buddel mich hier so mal runter. Nee, also wenn man hier schon anfängt, den anderen hier die Freundin streitig zu machen, dann kann ich ja direkt Kims Freundin klauen. Naja, die ist doch ein bisschen weit weg. Die ist ein bisschen zu jung, glaube ich. Ne? Bei euch in der Schweiz. Wie viel Eisen hast du schon drin inzwischen? Das schon. Eisen habe ich noch keins gefunden. Ich habe schon 19 Stück, du bist irgendwie langsam. Nee, aber hier ist irgendwie keins. Ich bin jetzt gerade eben mal unterhalb von unserem Haus hier da in die Höhle gegangen. Na, ich habe hier so eine kleine Höhle gefunden, aber... Ja, hier ist auch nix. Voll. Nö. Ich hab voll Pech gerade. Ich muss mir erst noch ein paar Fackeln bauen. Wie? Aber Kim, deine Freundin ist ja echt ein bisschen zu jung für mich. Ich, wer bist du denn nochmal? Zu alt. Für deine Freundin. Wie alt? Toller Kumpel bist, du weißt nicht mal, wann ich Geburtstag habe oder wie alt ich bin. Das ist ja richtig. Ich kann mir sowas nicht merken. Absolut irrelevant. Die Facebook-Notifications sind praktisch dafür, wobei das hast du auch eingestellt. Habe ich Facebook? Nein, er hat es gelöscht in einem YouTube-Video, sogar online. Bei allen Leuten. Ja. Was bringt ihm das gar nichts? Weißt du, ich war bei Facebook, bevor es Mainstream war. Ah. Ja. Und ich war wieder weg von YouTube, von Facebook, bevor es Mainstream war. Er ist vor rotem Gesicht.
Hat er Sonnenbrand? Wer ist voll rot im Gesicht? Ich bin Jaden. That's what she said. Geht das wieder los? Ja, wenn Julius hier wäre, wär's doch cooler mit dem That's what she said. Bringst du mir was zu trinken mit? Okay, ja, hier ist nix. Entweder bin ich zu doof, um Eisen zu erkennen. Ich tippe auf das erste. Ich habe das zweite ja noch gar nicht gesagt. Ja, aber das erste klang schon zu schön, um wahr zu sein. Ja, super. Arschloch. Sonst mobbst du mich immer, ja? Ich mobb dich nie. Ich habe dich in meinem Leben noch nie gemobbt. Zu dem Thema. Ich werd nie gemobbt von. Also man merkt schon, was das hier für ein Zickenkrieg ständig ist, ne? Was denn für ein Zickenkrieg? Habt ihr jetzt eigentlich mal genug Wolle hierher gebracht? Ich habe noch keinen. Ich keine Ahnung. Wir waren gerade buddeln. Dieses Spiel hasst mich irgendwie, weil ich finde hier überhaupt nichts. Wie kann man denn so weder Eisen noch sonst was. Hast du uns Eis mitgebracht? Hast du uns Eis mitgebracht? Eis mitgebracht? Ja, so ein bisschen Eis, das wäre doch jetzt mal was. Ja. Ach, und wenn ihr euch wundert, warum der Kim hier ständig labert und total unprofessionell Let's Playt, dann liegt es daran, dass er mit seiner Frau zusammenlebt. Und die Tante ständig irgendwas von ihm will. Die Tante? Jetzt geh mal, du musst mal morgen auf YouTube gehen, Schatz. Ja, sie weiß ja eh nicht, wo ich wohne. Doch, sie weiß es, in der Schweiz, sie weiß ja, dass er Dillen heißt. Oh, ja, deswegen findet die mich auch, ne? Ja. Die hasst mich eh schon, die hasst mich eh schon aufs Blut mit all dem, was ich schon angehängt habe. Schatz, ich will ja nichts sagen, ne, aber Dillen hatte ich gerade echt richtig niedergemacht. Ich so ein Quatsch! Geht das wieder los, ey? Es ist immer dasselbe mit euch irgendwie. Nee, das Schlimme ist ja, meine Freundin glaubt das ja dann auch immer. Weißt du? Ja, aber das kann ja doch. Also dann meint sie, nee, spiel nicht mit dem Penner, der mich ständig fertig macht, oder was? Nö. Nee. Ah, ich hab grad mein erstes Brot gebacken, wunderbar. Scheiße! Nur bei Achievement gekriegt? Scheiße. Ich habe jetzt die Schere genommen und suche jetzt Schafe. Ich habe auch ein Messer und Schafe. Da ist ein Enderman und ich habe keine Waffe. Bau dir eine Schere, wir haben Eisen. Ich habe keine Waffe. Ja, ich bin jetzt schon zu weit, um jetzt auch wieder zurückzulaufen. Ich komme, glaube ich, mal zurück. Ich hole mal eben das Eisen aus der Kiste, bevor du. Schau mal hier. Meinst du Sicherheit? Nee, wieso? Ich brauche doch Eisen. Kannst du mir nicht mal eine Eisenpicke bauen? Rüstung. Ja, direkt. Ach ja, klar. Ich wollte gerade sagen, sobald wir den ersten Diamanten finden, hat Dill eine Diamantrüstung an. Nee. Ich hab nie eine Diamantrüstung an. Und er fliegt auch noch kackendreist, wie er ist. Normal, ne? Oh, normal, ey. Ich glaube, ich muss mich bei den Zuschauern hier entschuldigen für meine Gesellschaft hier. Echt? Also Jan, das geht gar nicht. Ich verspreche auch, ich lasse die das nächste Mal zu Hause. Dann hast du ja keine Klicks mehr. Ja, die verdanke ich nämlich nur dir. Hey, dem Jan. Und deiner... Ui, wo verschlaberst du? Wie kommt man eigentlich hier ins Obergeschoss rein? Hat sich das mal einer überlegt? Ja. Guck mal richtig hin. Ah, ja, stimmt, da ist eine Leiter drin, stimmt. Aber ich hab's voll Ja, du, sorry. Du weißt, wie das ist, ne, so mit dem Feierabend-Joint und so, ne? Ja, also, weiß ich gar nicht. Nee, das ist natürlich nur Spaß, wir rauchen hier keine Joints. Dafür benutzt du Google Plus Hangouts. Ja. Hä? Um nochmal ganz konkret zu werden. Also was machen würden. Vor allem würden wir es ja dann auch in einem YouTube-Video sagen. Ja, wir wären ja doof, wenn wir das in einem YouTube-Video erzählen würden. Das dann irgendwie unser Chef sieht oder so, ne? Deswegen streiten wir das jetzt ab, beziehungsweise streiten ab. Wir sagen, dass es gar nicht stimmt. Ja. Oder Jan. Das ist gar nicht stimmt. Ja. Nur der Jan. Ja, immer ich. Nur der Jan, der raucht ab und zu ein Joint. Genau. Oder auch fünf. Ja. Ja. Dann kommt er so übel stone in Tess. Nee, das ist natürlich Quatsch. Wir sind hier alle gegen Drogen und Kinder, nehmt keine Drogen. Echt nicht. Tut überhaupt nicht gut. Also nicht, dass wir es wüssten, ne, aber... Dreck dich immer weiter rein. Wir haben ja hier keine Ahnung, deswegen. Also, aber wir mutmaßen mal. Also ich gehe... Mutmaß? Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass es nicht gut ist. Okay, glauben wir das jetzt mal? Ja. Ja.
Wie lange nehmen wir hier eigentlich schon auf? Das würde mich mal wundern, wie viele Folgen wir hier rausballern gerade. Das müsstest du wissen. Wann haben wir denn angefangen? Müsstest du auch du wissen. Hallo. Wieso sollte ich das wissen? Du warst ja auch dabei. Muss ich gleich mal... Boah. Also alles ganz gut, schreien. Alter, ich hör's nur zischen. Aber volles Glück gehabt, das ist gar nichts passiert. Klang auch gar nicht mal blöd. Ich dachte schon. Aber irgendwie ist auch komisch, dass ich jetzt keinen Hunger mehr kriege. Keine Ahnung. Warum kriege ich denn keinen Hunger? Ich habe gar nichts gegessen. Hat hier jemand an den Einstellungen des Servers geschraubt? Nein. Dafür müsst ihr den Server neu starten. Genau, guck mal, der weiß Bescheid. Was? Hätte den Server neu starten müssen dafür. Kannst du noch ein Bett bauen? Ich habe hier noch so ein bisschen Holz für euch. Komm mal hoch. Ich hab die ersten zwei Betten fertig. Ach, okay, ja, ich habe auch schon zwei. Dann könnten wir uns auch hinlegen, wenn wir zwei Betten haben. Hier oben. Ja. Gut. Welches ist denn meins? Nimm das obere. Warte, hier, das ist deins, das Einzelbett. Ja, danke. Assis. Oh, einfach aus Prinzip. Gute Nacht zusammen. Alter, hier, im Gemeinschaftsraum, da futzt man noch so rum, oder was? Echt, Alter. Jan. Alter, Jan. Weißt du, wir mögen dich ja schon und so, aber so intim sehen wir jetzt dann auch wieder nicht. Es hat doch jemand mal so eine Theorie aufgestellt, dass man eine Beziehung zweier Menschen an den Pfützen praktisch bemessen kann. Also es gibt so eine Phase, wo... Nee, komm, lass mal. Merkst du selber, ne? Nicht gut, ne? Nee, aber es ging irgendwie... Also es ist eine Theorie, der hat einfach ein Buch drüber geschrieben. Und im Endeffekt ging es darum, dass es einen gewissen Punkt gibt, ab dem... man sich an den Fürzen einer anderen Person nicht mehr stört. Ach. Ja. Und ab diesem Punkt ist die Beziehung im nächsten Level sozusagen, ne? Also, wisst ihr Bescheid? Also ich kann schon einziehen lassen, ohne dass es jemanden interessiert. Wisst ihr Bescheid das nächste Mal, wenn es heißt, lass uns die Beziehung aufs nächste Level heben und so, ne? Also mal einfach mal alles gut. darf ich mir einen Eimer bauen, bitte? Eimer? Was ist denn damit vor? Ich hatte doch irgendwo noch Fische, glaube ich. Ja, hier. Also, falls ich... Ja, bau dir mal einen Eimer, dann bauen wir jetzt gleich einen Garten hier draußen. Ja, will ich bauen doch. Bauen wir das jetzt ordentlich. Ein Eimer? Hast du die Werbung schon mal gesehen? Statt iPhone und so, dann einfach Eimer? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Das ist geil. Genau. Warum hast du eigentlich den halben Baum hier stehen? Echt denn? Ich hab da keinen. Oh. Ey, immer nur Mist machen, das ist unglaublich. Echt denn? Ich wollte doch eigentlich nur eine Katze haben, ne? Eigentlich. Eigentlich fing's mit der Katze an und dann. Ja, und dann habe ich mich verlaufen hier im Urwald und dann. Eben, komm mal her. Warte mal ein hier. Kann mir eigentlich jemand den Unterschied zwischen Urwald und Dschungel erklären? Oder gibt's da keinen? Also rein auf sprachlicher Ebene. Urwald ist ja wahrscheinlich eher so alter Wald. Urwald, weil Ur, ne? Ja, wegen Ureltern, ne? Vor allem jetzt Ur allgemein, so mal uralt. Ja, du bist auch uralt, weißt du? Ja. Urwald. Deine Mutter ist uralt. Jetzt geht das wieder los. Hey, ich hab. Ey, weißt du, was wir hier bauen könnten? So ein Sprungbrett. Guck mal her. Bist du denn? Na, hier. Haus irgendwo? Nee, wenn du vom Haus nicht Richtung Spawn, also du schaust Richtung Spawn, dann drehst du dich um 90 Grad Richtung links und dann laufst Richtung links? Ja, also nach links und dann läufst du in den Urwald rein, also in den Dschungel und oder was auch immer. Und dann zweimal rechts an der großen Tanne vorbei. Wir waren mal rechts an der großen Tanne und da war das Büschchen im Wald weg. Ja, und da wo die Pilze sind, da bist du komplett falsch. Da musst du einmal zurück. Gehst du exakt 5 Schritte rückwärts, drehst dich einmal drehst dich auf Grad im 380, Kreis ja, 380 Grad, ne, nicht 20 Grad in die andere Richtung, aber egal. Das ist ja wie so mal, von wegen. Ich hatte mal einen Ausbilder, als ich meinen Bootsschein gemacht habe. Der hat gesagt, also wenn man den Anker wirft, dann nennt sich das Schwojekreis, den man sich drum bewegen kann. Er meinte so, ja, wenn ihr den Anker werft, habt ihr einen Schwojekreis von 380 Grad.
Das hat er auch absolut ernst gemeint.